Ich fahre heute den Jeep Grand Cherokee in der Trailhawk Ausstattung. Trailhawk ist nichts anderes als die Adelung der Offroad-Eigenschaften aller Jeep-Modellreihen. Im Falle des Grand Cherokee bedeutet das permanenter Allradantrieb dank Quadra Drive 2, eine Geländeuntersetzung mit dem Faktor 2,72, eine Luftfederung, die dank Nivellierung die ohnehin sehr guten Böschungs- und Rampenwinkel nochmals verbessert. Der Grand Cherokee verfügt in der gefahrenen Dieselausführung über einen 3 Liter V6 mit 184 kW, 250 PS und einem Drehmoment von 570 Newtonmeter bereits ab 2000 Kurbelwellenumdrehungen. Gepaart mit dem 8-Stufen-Automatikgetriebe lässt der Antriebsstrang keine Schwächen aufkommen und verhilft auch dem 2,5-Tonner zu beachtlichen Fahrleistungen. Bei 2500 Umdrehungen befinden wir uns im achten Gang bereits bei einer Tachoanzeige von 160 km/h und erzielen damit beachtliche Reisetempi. Für Straßeneinsatz stehen mir zudem ein Eco- und ein Sportmodus wahlweise zur Verfügung. Im Einsatz abseits der Straße stehen mir mit Selectterrain sogar 5 Fahrmodi zur Auswahl, je nachdem, ob es mehr sandig, matschig, verschneit oder eher felsig ist. Auch hinsichtlich der Sicherheitsaspekte will der Grand Cherokee punkten. Er verfügt über einen korrigierenden Spurhalteassistenten, einen Totwinkelwarner, einen Abstandsanzeiger, einen Notbremsassistenten für die Vorwärts- und die Rückwärtsfahrt. Der Tempomat ist adaptiv, das heißt, er passt die Geschwindigkeit dem Vordermann an, sollte dieser langsamer unterwegs sein. Bedarfsweise geht das so weit, dass er den Grand Cherokee im Stau bis zum Stillstand abbremst und dies ohne Zutun des Fahrers.